Massenschlägereien, Angriffe auf Badegäste und das Freibadpersonal. Schlagzeilen in den letzten Tagen und sie reißen nicht ab. Das Problem in vielen, vielen Freibädern in Deutschland sind genau diese Bilder. Besonders das Berliner Prinzbad und das Columbiabad erreichen wirklich traurige Berühmtheit. Und das muss man sagen, mittlerweile in ganz Deutschland. Das Columbiabad hat sogar für einige Tage schließen müssen. Das war die Konsequenz der Gewaltausbrüche. Mehr Sicherheitspersonal am Beckenrand, Polizei am Eingang, Ausweispflicht und Taschenkontrollen, und zwar für alle Badegäste. Das sind erste Maßnahmen, die jetzt umgesetzt worden sind. Wir wollen darüber reden. Zugeschaltet in Düsseldorf ist mir Sebastian Fiedler, ehemaliger Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, hat diesen Posten niedergelegt, hat seit dieser Legislatur ein SPD-Bundestagsmandat und ist einer der ausgewiesenen Sicherheitsexperten unseres Landes. Einen schönen guten Morgen, Herr Fiedler. Schönen guten Morgen. Herr Fiedler, das Freibad, ein wichtiger sozialer Raum. Viele Menschen, die sich keinen Urlaub leisten können, gerade Kinder, sind darauf angewiesen. In Berlin gibt es jetzt eben erste Maßnahmen, Kontrollen für alle. Lassen sich Gewalttäter, und das sind ja fast ausschließlich junge Männer, davon abschrecken? Naja, es ist offenbar leider Gottes nötig. Sie haben das ja schon gesagt, ne? Freibad, ich erinnere mich selbst an meine Jugend, das gehörte eben fest mit dazu. Aber an solche Bilder kann ich mich nicht erinnern. Und die sind natürlich auch wirklich gruselig. Ich glaube, das Prinzip, so wie es jetzt hier durchgesetzt werden soll in Berlin, ist ja durchaus sinnvoll. Nämlich, dass man sagt, es gibt eben Leute, die brauchen nur dringend mal ein Hausverbot. Die wollen wir hier nicht mehr sehen. Und dann muss natürlich kontrolliert werden, wer da jetzt reinkommt und wer nicht reinkommt. Das heißt, auf diese Weise kann man, dadurch, dass man die Namen am Eingang kontrolliert, verhindern, dass bestimmte Leute, die da schon mal auffällig geworden sind, nicht mehr drin sind, um dadurch für Sicherheit zu sorgen. Eine Dauermaßnahme scheint mir das aber nicht zu sein. Ich sehe nicht, dass in ganz Deutschland alle Bäderbetriebe über so viel Personal verfügen. Ja, oder es muss eben externes Personal eingekauft werden, die dann genau das machen, eben solche Kontrollen. Fakt ist, es bleibt die große Frage, wie bekomme ich denn die Täter in den Griff? Sind es ausschließlich diese Kontrollen? Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja der Respekt vor dem Bademeister, wenn ich das mal so sagen darf, den hatten wir früher noch, in der Tat. Ich hatte den noch, wenn der kam, dann haben wir da alle stramm gestanden. Das gibt's heute gar nicht mehr, oder? Woran liegt das? Ja, da machen Sie jetzt nur die breite gesellschaftliche Frage auf, denn ich würde jetzt mal die steile These wagen, dass die Typen, die wir da gerade auch auf den Bildern gesehen haben, nicht welche sind, die nur im Freibad über die Stränge schlagen. Deswegen glaube ich, ist diese Frage der Macho-Kultur, so hat das der Kriminologe Christian Pfeiffer immer über viele Jahre auch mal untersucht, durchaus wieder ein sehr, sehr großes und dominantes Thema ist, das sich natürlich nicht nur alleine durch diese Kontrollen sichern lässt. Deswegen muss man das, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Welche Maßnahmen können jetzt dazu führen, dass die Leute wieder gefahrlos und fröhlich ins Freibad gehen können? Und auf der anderen Seite spielt eben eine große Rolle die Frage, wie kann man insgesamt so diese Typen wieder in den Griff kriegen? Und da fürchte ich, ist es eben mit so ganz einfachen Botschaften nicht getan. Das hat eben leider Gottes eben sehr viel damit zu tun, in welchem Umfeld die aufwachsen, mit welcher Erziehung die aufgewachsen sind. Christian Pfeiffer hat sogar mal untersucht, welche Zusammenhänge zu religiösen Zusammenhängen bestehen. Also das Thema ist leider Gottes etwas komplizierter. Deswegen fürchte ich, werden wir es abgesetzt von der reinen Freibaddebatte diskutieren müssen. Es muss auch diskutiert werden, vor allem vor dem Hintergrund, wenn wir über Gewalt beispielsweise auch auf Fußballplätzen sprechen. Und ich möchte nicht die Migrationskeule hier aufmachen, überhaupt nicht, bin ich weit von entfernt. Aber, und das sind die statistischen Zahlen, es sind oft, und das sind eben auch die Freibadzahlen, Menschen auch mit Migrationshintergrund, junge Männer vor allem. Wie kommen wir an die ran, dass sie kapieren, ihr schadet euch, ihr schadet uns allen? Denn es ist immer nur eine Minderheit, die ja der großen Masse auch, ich bleib beim Freibad, den Badetag kaputt macht. Naja, das ist ja das, was ich gerade angedeutet hatte mit dem Begriff der Macho-Kultur. Deswegen glaube ich, müsste ein ganzes Bündel von Maßnahmen zusammenkommen. Auf der einen Seite muss eben völlig klar sein, wenn die so über die Stränge schlagen, dass die Strafgesetze gerissen sind, dann muss der Rechtsstaat so aufgestellt sein, dass die auch entsprechende Konsequenzen spüren. Das bedeutet zu aller Vorderst, dass in den Ländern die Strafjustiz über genug Personal verfügt. Ansonsten dauert das nämlich ewig, bis vor Gericht was passiert. Der Deutsche Richterbund sagt, dass in den Ländern etwa 1.500 Leute bei der Strafjustiz, das heißt bei Gericht und Staatsanwaltschaft, fehlen.
Das ist ein großes Problem. Und ich will die Bandbreite der Debatte mal aufmachen. Und auf der anderen Seite sage nicht nur ich schon seit vielen Jahren, seit einiger Zeit, sondern auch der Bundespräsident weist darauf hin, dass wir eine Debatte darüber brauchen, dass wir ein soziales Pflichtjahr in Deutschland nicht nur für Jugendliche, sondern innerhalb des gesamten Lebens brauchen. Und das greift nicht nur für diese Fragen, sondern es greift eben auch für diese Fragen. Und zwar ist die Idee dahinter, dass Leute, die sich mal für andere engagiert haben, die bei Rettungsdiensten zum Beispiel mal gearbeitet haben, die sich im sozialen Bereich engagiert haben, dass das nicht so welche sind, die sich in 10 Jahren, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, so verhalten wie die, die wir da gesehen haben. Ich will sagen, die Debatte des Bundespräsidenten ist auch eine, die einen integrativen Charakter hat und die für sozialen Frieden stehen kann. Eine Frage auch noch mal an Sie als Politiker, der im Bundestag sitzt. Carsten Lindemann, der neue Generalsekretär der CDU, hat gefordert, morgens Schlägerei im Freibad, abends vor dem Richter. Ist sowas realistisch? Das ist populistischer Unsinn. Das verkennt auch, dass wir natürlich trotzdem Rechtsstaat bleiben wollen. Das klingt ja nach Standgericht, was er da erzählt. Das ist völliger Unfug. Wir brauchen allein schon eine Ladungsfrist von 24 Stunden und müssen die rechtsstaatlichen Verfahren gewährleisten. Und außerdem kommt noch hinzu, dass das die Gerichte entscheiden. Und die brauchen nun keine Ratschläge von Herrn Lindemann. Sagt Sebastian Fiedler. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen. Ihnen alles Gute. Ihnen auch. Alles Gute. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.